So. Sehr schön. Lebenspunkte. Essen. Und es gibt noch einen Raum. Können wir uns dahin teleportieren? Ja, können wir. Sehr gut. Und zwar von hier aus zweimal nach links. Und dann sind wir mit der Etage fertig. Ich habe trotzdem nirgendwo den Wald gesehen. Ah, doch, da. Rechts ist auch noch ein Gang. Ah, okay. Okay. 2690 ist fast genau die 3000er Marke. Das ist komisch. Und lässt mich fast darauf schließen, dass es gar nicht so random alles ist, wie man denkt. Wir wollen... Bart, gibt es eine Verbindung? Nein. Wir wollen also hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Wollen hier... Nee, gar nicht oben nach rechts. Und gleich wieder nach rechts. Genau, da unten bei dem Doom war es, der schon so rumzuckt. Und die Stacheln funktionieren nicht. Immer noch nicht, also überall nicht. Das finde ich sehr komisch. Also es könnte sein, dass der 3D-Charakter, also Quatsch, der Schwarz-Weiß-Charakter hier verbuggt ist. Dass es bei dem keine Stacheln gibt. Was ich komisch finde, aber hey, könnte sein. Und sehr schön. Erste Etage clear. Lebenspunkte fast voll. Fast 3000. Hier kommt der Wald. Und ich werde jetzt richtig schön... Oh. Ich wollte gerade sagen, ich werde richtig schön vorsichtig vorgehen. Aber das war wohl nichts. Oh. Das wird echt nichts. So. Hinter dich töten. Lebenspunkte sehen noch gut aus, aber die zwei Treffer eben hätten echt nicht sein müssen. Okay. Gold, 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 Gold. 3300, sehr schön. Und es gibt bisher nur einen Weg. Hier lang. Ein Block. Gratis Lebenspunkte. Ja. Das Blut... Oh. Blut habe ich nicht ordentlich gesehen. Also von dem Auge, das Ding. Also das wäre wieder irgendwas, was im Hintergrund lang fliegt, wie die... eine... wie der Weihnachtsmann und... der eine Typ, der durch die Gegend schlittert. Da ist schon wieder eins. Das Auge sollte zuerst sterben eigentlich, genau. Jetzt Schleim. Lebenspunkte sind voll, sehr schön. Schleim. Bleib mal hier. So. Und erstmal hier unten alles leer machen. Jo, alles leer. Okay. Da geht's direkt runter. Ja. Was mit oben? Geht's da oben auch direkt weiter oder ist hier noch eine Abzweigung? Nö, geht weiter. Keinen Schaden nehmen. Oh, das Ding habe ich doch schon mal geschafft. Gucken wir mal, ob ich das nochmal schaffe. Nein, so viel dazu. Schade. Aber na gut, gehen wir runter. Ting, ting. In einen leeren Raum. In einen weiteren leeren Raum. In einen beinahe leeren Raum. Ja. Oh, Secret. Was bist du für ein Secret? Also, hier geht's nicht weiter, nicht nach unten. Auch nicht nach rechts. Ah, da war der Truhe, okay. Retaliation für den Helm. Also wenn wir Schaden nehmen und der Gegner auch Schaden. Was ich eigentlich nicht so toll finde, denn wir sollten gar nicht erst getroffen werden. So, und das war's jetzt hier. Sehr komische Ecke. Drei halbwegs leere Räume, ein super Secret und das war's. Na gut, weiter runter.
Wow. Zing. Zing. Und ich weiß immer noch nicht, was der Ring macht. Und wir kriegen jetzt noch einen Gegenstand. Geht das? Ne, wird ausgetauscht. Hedgehog's Curse. Das ist Sonic the Hedgehog. Also werden wir jetzt zu einem fluffigen Ball oder stacheligen Ball und rollen durch die Gegend? Ich weiß ja nicht. Jetzt müssen wir auch zwanghaft alle Ringe einsammeln, die wir finden. Wow, ich mag die Wölfe nicht. Wenigstens können wir sie one-hitten. So. Also es sind noch mindestens zwei Wölfe hier irgendwo und ein Auge, glaube ich. Münzen. Da ist der Hund, da unten ist das Auge. So. Hat die Kugel gerade die Richtung geändert? Ah, dieses Stachelding hier. Komisch, komisch. Aber gut, der Raum ist sonst leer. Aber es geht nicht weiter. Hm. Nö. Gucken wir mal kurz die Ränder an. Ob hier irgendwo ein Secret ist, aber sonst verzwieseln wir uns einfach. Und da ist der Weihnachtsmann. Nö, hier ist nichts mehr. Okay. Raus. Raus. Wir haben immer noch volle Lebenspunkte. Oder mal wieder volle Lebenspunkte. Das sollten wir auch so beibehalten. So, kaputt, kaputt, kaputt. Kommen wir irgendwie... Oh, hey, wo kommst du denn her? Kommen wir irgendwie darüber? Nein. Aber wenigstens sind die Gegner tot. So, hier waren wir schon. Das heißt, es gibt wieder nur einen Weg hier raus. Hm. Und verdächtig viele Räume, wo eigentlich nichts drin ist. Bist du echt? Ja, du bist echt. Hallo, nicht mehr pinker Mann auf dem Klo. Oh, Boss. Boss gleich viel Gold. Was hält sich in Grenzen, hier lang gehen zu wollen? Die Statuen lasse ich mal stehen, weil wir brauchen momentan gar keine Lebenspunkte. Ganz schön groß hier. Was zur Hölle war das? Ernsthaft, was zur Hölle war das? War das, weil wir getroffen wurden? Oder weil der Gegner getroffen wurde? Oder... Ha, egal, wir haben 4390 Gold. Das soll mir reichen. Oh. Vielleicht war das jetzt ja auch die vierte Reihe, die angebrochen wurde an Toten. Schon wieder. Oh, der klaut mir das. Ja. Die Gegner klauen mir das Gold. Ah, sehr dreckig. Okay. Was werden diese Pferde... Nee, das war der Magier. Nein, das ist Sonics Fluch. Jedes Mal, wenn wir getroffen werden, fällt das Gold auf den Boden. Ja, das finde ich jetzt echt nicht so toll. Wir sollten zurückgehen in den Raum, wo der Boss drin ist, um die Statuen kaputt zu hauen, weil da auf jeden Fall Hühnchen drin sind. Aber cool, was sie sich immer wieder einfallen lassen. Also mit dem Sonic-Fluch zum Beispiel jetzt gerade. So. Hier ist sonst nichts. Runter. Essen, Mana. Dann gucken wir mal links weiter. Ich hätte den Ring behalten sollen. Vor allem jetzt wissen wir auch, dass wir über diesen komischen Statuen auch schlechte Sachen bekommen können. Ein Silberhelm. Das heißt, wenn wir bei den Statuen mal... Au.
Wenn wir bei den Statuen mal was Gutes haben und wir wieder eine Statue finden, dann sollten wir bei dem alten bleiben und nicht auf Risiko spielen. 4950. Ich sag's jetzt nicht, ne? Aber, ne? Gut und so. Ich glaube, das ist unser bester Run bisher. Und ich will oben rum. Ich habe keine Lust, unten bei diesen nicht grünen Springplattformen lang zu müssen. Da würde ich auf jeden Fall Schaden nehmen. Du gehst wieder zurück, okay. Du machst Ping-Pong. Ah, jetzt können wir aber wieder beten, damit wir Sonics Fluch loswerden. Hey, und wir haben die Münze bekommen, mit der wir kein Gold zahlen müssen bei Charon. Sehr schön. Komm schon, böses Gestrüpp. Ich wollte eigentlich nur über 5000 kommen. Wie jetzt? Es geht nur durch den Gang da unten mit diesen Horror-Springplattformen weiter. Na gut. Hilft nichts. Also, hier runter. Wow. Au. Au. Wir dürfen keinen Schaden nehmen. Ist hier der Wald vorbei, oder wie? Und Schaden genommen. Ja, hier ist eine Sackgasse. Wir sind mit dem Wald durch, Leute. Wir haben zum ersten Mal den Wald abgeschlossen. Und wir werden jetzt sterben, weil ich hier nicht mehr rauskomme. Also kurz konzentrieren und tot. Von einem Projektil umgebracht. Das war eine riesen Eisenkugel mit Stacheln, bitteschön. Aber gut. Dritte Reihe fast voll. Ein Gegner hat nur noch gefehlt. Sehr schön. Sir Darwin der Zweite. Das Gold will ich jetzt ausgeben. Ein Shinobi, der kein 3D sehen kann und zwei linke Hände hat. Verursacht massiven Schaden, aber macht keine Crits. Damit kann ich leben. Haben wir auch irgendwo einen Miner? Nein. Den probiere ich doch mal aus. So, wir haben ganz viel Gold. Damit erhöhen wir jetzt die Gold-Drop-Rate, richtig? Ein Bäumchen freigeschaltet. Was hatten wir hier oben noch? Knappe. Ne, Knappen spiele ich nie. Also müssen wir es auch nicht aufstufen. Also mehr Gold. 3590, das ist echt happig. Crit-Chance. Und hier verhandeln mit ihm für 1000. Nö, ich erhöhe lieber ein-, zweimal Angriffskraft und einmal Lebensenergie. Das wird nämlich auch langsam Zeit. So, jetzt gucken wir mal, wie dieser Shinobi drauf ist. Das ist übrigens eine Spezialfähigkeit. Wir können uns jederzeit zu dem Geist von ihm zurückteleportieren. Das scheint nicht mehr Mana zu kosten. Ah doch, kostet es, aber wir werden immer wieder aufgefüllt, weil wir noch im Trainingsbereich sind. Ja, okay. Also wir haben jetzt 135 Gold. Das müssen wir nicht bezahlen, weil wir das Obol haben. Ja, lach du nur. So, also dieser gute Kerl hier, oder Kerlchen, Frau, wie auch immer, verursacht jetzt mehr Schaden als normal, hält aber weniger aus und macht keine Crits. Das ist jetzt im ersten Bereich ziemlich witzlos, da hier im ersten Bereich eh alles One-Hits sind. Deswegen bin ich versucht, durch den ersten Bereich einfach mal durchzurushen. Ja, 10% mehr Gold. Aber ja, durch den ersten Bereich durchzurushen und gleich im Wald oder in einem anderen schwierigeren Gebiet weiterzumachen. Na komm, schieß. Oh.
Wow.